Ja, hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Schmuggels Videoblog. Wir haben es heute den 27.06.2011, Montag, 20:36 Uhr schon. Ja, was soll ich sagen? Heute kotzt mich ein bisschen an, dass ich so lange gepennt habe. Ich bin eigentlich erst so vor 2, 3 Stunden aufgestanden. Und ja, wollte eigentlich früher aufstehen, ein paar Sachen machen, auch in der Küche ein bisschen was aufräumen und so, also nicht aufräumen, noch ein bisschen was machen. Noch diese Fliesen da fertig mit diesem Fugenzeugs machen, aber naja. Mache ich morgen alles dann, muss dann auch noch meine Wohnung anmelden sozusagen. Das habe ich auch noch nicht gemacht, aber gut, scheiß drauf. Mache ich die Woche. Ja, was wollte ich erzählen? Ja, Kashitema und Shantat haben ja schon heute angefangen mit Zocken. Werde dann mal gucken, dass ich am Mittwoch dann vielleicht ein Interview mit den beiden starte. Muss ich noch abklären, wie die so Zeit haben. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Und ja. Ach so, ja, ich wollte noch was erwähnen. Kashitema und Königskebab waren ja letzte Woche da. Dann waren wir ja im Kaufland. Und dann habe ich ja Bier gekauft und witzigerweise musste ich da dann meinen Ausweis zeigen, was ziemlich fail war, weil ich bin ja 24 und ich weiß gar nicht, Bier ist es ab 16 oder so, egal. War auf jeden Fall ziemlich witzig, das ist mir schon seit 2, 3 Jahren nicht mehr passiert. Und ja, so eine kleine Anekdote noch. Vettel hat gewonnen, ziemlich souverän, fand ich geil. Und Schumacher hat ein bisschen abgekackt. Ja, gut, mit dem kann man eh nicht mehr rechnen dieses Jahr, aber naja. Ist ganz cool trotzdem, dass er dabei ist. Und naja. Ja, dann wollte ich noch fragen, wie kann ich, wenn ich jetzt eine Hand reviewen möchte über Prelog Player, wie kann ich das anzeigen im Blog, dass man direkt die Hand so sieht, also dass man es im Blog dann so weiterklicken muss, sondern ja, genau so, also anstatt dann diesen Hyperlink anzudrücken, dass ich dann auf die Reload-Player-Seite komme. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Ansonsten habe ich ja gestern wieder ein bisschen gezockt, eigentlich nur MTTs. Ich habe ein paar Steps gezockt, hat ewig gedauert, also ich glaube einen ganzen Vormittag. Hab's dann in 1 Step 3 dann komischerweise geschafft, habe das wiederholen müssen und habe es danach dann aber gewonnen und habe dann Late Rake in Sunday Million gemacht. Und das kann ich euch ja jetzt mal zeigen. Meinen tollen Mülleimer wieder hier. So, erstmal Sunday Million. Mach mal nur die letzte Hand, das war schon ziemlich hässlich. So. Ich habe noch 15.000 Chips. Was ist mit dem? Warum zeigt es die Stats nicht an? Hallo? Scheiß Brillending. Ah. Hat sich auch noch aufgehängt. Ich kotzen könnte. Okay, Moment. Oh, Moment. Okay, Momentchen bitte. Kotzen, dass sich das hier wieder aufhängt. Ja. Wie lief es bei euch so? Hat jemand Sunday Million gezockt? Würde mich interessieren, ob da irgendwo was ging oder im Storm oder so. Da bin ich auch, habe ich auch gespielt, aber bin ziemlich früh rausgeflogen. War jetzt auch nichts Interessantes. Also war wahrscheinlich ein Flip oder so. Kein großer Bad Beat gehabt. So. Oder kein, ja. So, Lille.
So. Bube Dame, ich habe 20 BB. Und ich raise es standardmäßig an. Ja, gut, vielleicht kann man auch pushen, aber das muss eigentlich nicht sein. Der Calls. Ja, er checkt. Und ich spiele auf jeden Fall standardmäßig an, circa 2,53%. Und er raised hier. War ziemlich schwierig, wobei ich ihm hier eigentlich keine Overcards gebe, wie Damen, Könige, Asse. Ass-Bube glaube ich eigentlich auch nicht, weil das hätte einfach alles getreibettet. Vor allem, ist er ziemlich los soweit. Und da habe ich ihm halt, also ich habe ihn eher stark schwach eingeschätzt. Das heißt, er täuscht stark vor, ist aber extrem schwach. Also ich glaube, er spielt auch so. So hatte ich zumindest die Reads, dass wenn er schwach spielt, dass er dann eine starke Hand hat und wenn er stark spielt, eine schwache Hand hat. Und ich glaube auch Bube, Ass-Bube oder so, hätte er erstens Preflop erhöht und zweitens hier dann auch schon direkt gebettet. Gut, Damenkönige wäre noch drin gewesen, hätte aber wahrscheinlich auch getreibettet, weiß ich nicht. Ich habe ihn eher auf Flush Draw oder halt einen Straight Draw, wobei Straight Draw fand ich dann schon sick. Wäre ja dann nur 8-9 oder Dame König. Dame König in Kreuz hätte ziemlich viel Sinn gemacht, aber da folge ich dann trotzdem nicht, weil ich dann halt trotzdem noch leicht vorne bin. Und ja, das habe ich. Natürlich hätte auch Damen sein können, aber das war halt das Risiko. Ich call's hier auf auch ganz gute Odds und kann ja auch kaum noch folden bei so einem Pot. Und ja, er hat tatsächlich 8-9. Und ja, das Sunny Million war dann vorbei. Wäre ein schöner Pot gewesen, aber hat nicht sollen sein. Dann war ich beim F-Dollar-Ribeye, wie immer gezockt. Sonntags sind hier ja immer 2000 Chips pro Ribeye und 4000 fürs Add-on müsste es sein, ja. Auf jeden Fall war ich da ganz gut dabei, war auch schon im Geld. Hab Pocket Dreier, 10 Big Blinds, ziemlich späte Position und push halt standardmäßig rein. Ring Call und er das damit trifft. Schade, das war's. Aber im Geld $105 geholt. Immerhin, das war aber mehr eigentlich Verlustausgleich. Ich bin, glaube ich, jetzt bei 800-900 $ circa. Also auch nichts Großes. Und hier habe ich auch was gewonnen. Beim $8 180 Mann Turbo. Da habe ich. Achso, nee, beim $11 Ribeye habe ich 62 gewonnen. Und bei dem habe ich jetzt, also bei dem $8 180 Mann habe ich $105 geholt, aber es war wie gesagt nur ein Verlustausgleich, weil ich auch ein paar Tickets gezockt habe für Sunday Million und aber habe es auch geschafft, aber ging halt leider nichts. Hier, ja, Standard Push, 6 BB, Pocket 7er und hier wachen halt dann die Kings auf, das war natürlich ein bisschen doof. $105 immerhin geholt, aber man will natürlich dann schon bisschen mehr haben, aber wozu ist es halt. Ja, das war's eigentlich schon. Mal sehen, was heute noch geht. Ich werde noch ein paar 18 Manns, $7 zocken, denke ich. Und heute Abend wieder das Ribeye und mal hoffentlich geht da mal was richtig ab. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und schaltet wieder ein, wenn es heißt, jetzt wird geschmuggelt. Auf Wiedersehen, hören, schauen. Tschüss.